richtige Note, der Geschmack, dass es schmeckt, ist ja dann auch eine sehr wichtige Zutat für die Bekömmlichkeit, für den Genuss. Wie ist diese Liebe, diese ausgeprägte Liebe zu Gewürzen entstanden? Naja, Gewürze, wenn man es so sieht, 99.850 Jahre waren Gewürze reine Medizin. Erst seit 150 Jahren gibt es die moderne Medizin und die moderne Medizin hat sich alles aus der Kräuter- und Gewürzkunde abgeschaut und hat es dann heute künstlich nachgebastelt. Die mögen eine stärkere Wirkung haben. Die Frage ist, ob sie diese Wirkung haben, die der Körper seit 100.000 Jahren gelernt hat. Und wenn man heute einmal ein bisschen zurückgeht, also zu den Asiaten oder zu den Ägyptern oder den Griechen, da gibt es einen ganz bekannten Arzt, der heißt Abu Ali Ibn Sina, dieser Avicenna, der 978 nach Christi geboren ist, der hatte sein Wissen eigentlich von drei griechischen Ärzten. Der eine war Hippokrates, der andere Dioskurides und der dritte hat Galen geheißen. Ja? Und es ist unfassbar, was die damals schon, ich sage mal vor 2000 oder 2500 Jahren gewusst haben, für das, dass sie keine Geräte hatten. Ja, da gab es einen, der heißt Ibn Butlan, der hat 1100 nach Christi gelebt, der wusste schon, dass Knoblauch blutverdünnend ist. Aber der hat keine Maschine und nichts gehabt. Also wenn man so ein bisschen mal schaut, haben die Leute unbewusst sehr viel gewusst, haben aber Gewürze eher als Medizin verwendet, als für den Geschmack. Wir verwenden es jetzt eher für den Geschmack. Und wenn es dann noch gesund ist, dann sagt, wow, es gesund ist, das auch, dieses Wissen ist leider ein bisschen weggegangen.